Vielen Dank für die Einladung, Werner, und für die Zeit. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören, auch im Call wieder dabei sind. Freut mich, da zu sein. Auch ein bisschen im Sinne der Nachbarschaftshilfe, weil AWS Österreich hat tatsächlich das Büro einmal ums Eck aufgeschlagen, mit Anfang des Jahres im Kohlmarkt. Und insofern freut mich doppelt, dass ich da bin. Ich bin noch bei Amazon Web Services, war der erste Österreicher tatsächlich. Nur ganz kurz, um das gleich zu ergänzen. Genau, also ich bin hier selbst Account Manager, das heißt, ich war ein Sales-Mitarbeiter bei Amazon Web Services in Österreich und versuche eben Unternehmen aller Größenordnungen, von Startups zu den großen Enterprise-Kunden eigentlich, alle dazu zu motivieren, dass sie tatsächlich Cloud-Technologie erkennen als etwas, das ihnen was bringt, das hilft, hier zu erreichen. Und ich würde sagen, das ist auch ein bisschen so die overarching Storyline für mich, dass ich sage, Technologie nicht um der Technologie willen, sondern es hat ja irgendeinen Grund, warum wir jetzt alle anfangen mit Cloud. Und da gehe ich jetzt darauf ein, woher Amazon eigentlich kommt, wie wir arbeiten, wie AWS zustande kam und wo wir da heute sich verstehen und auch ein bisschen Ausblick geben. Vielleicht noch ganz kurz eben erwähnt, AWS Österreich, im Anfang des Jahres eben gegründet als Niederlassung hier. Grund ganz einfach, die Firma hat 2018, 2019 einfach extrem viel Nachfrage bekommen aus Österreich. Das heißt, von wirklich großen, namhaften Unternehmen und auch Partnern, also Systemintegratoren, Softwareanbietern, und da war einfach ganz klar, wir brauchen Vorortbetreuung, dass einfach hier richtige Support, die Leistung einfach bereitgestellt werden kann. Und das bringt mich auch gleich ein bisschen so zum Aufreißer, bevor ich auf die nächste Slide gehe. Cloud ist im Mainstream angekommen. Ja, wir sehen, dass das jetzt schon die Late Adopters sind, wenn man sich so die Adoption-Phasen von Technologien ansieht. Es sind nicht mehr die Early Adopter, die jetzt Cloud machen. Ja, das kommt ganz stark auf den Startup-Bereich. Wenn man sich anschaut, wo kommt Cloud her, hat es ganz stark dort begonnen bei Developern im Startup-Bereich. Und jetzt reden wir wirklich von sämtlichen Industrien, das heißt von öffentlichen Bereich über Finanz, wenn man so FSI, also Financial Services Industrie, Betrieb, also herstellende Unternehmen, Manufacturer, also eigentlich alles fängt an, Cloud irgendwie zu nutzen oder tatsächlich die Weichen zu stellen, strategisch, und zu sagen, bringt es was, wenn ja, was, und wie kommen wir dazu? Und in der Phase befinden wir uns eigentlich. Ich aber zurück, circa 25 Jahre genau, und zeige hier die Website von Amazon.com tatsächlich, von vor 25 Jahren, so hat die ausgeschaut. Da geht es mir jetzt nicht darum, herzuzeigen, wir haben Websites am Anfang im Internet ausgesehen. Ich glaube, die haben wahrscheinlich alle ähnlich ausgeschaut damals. Was ich da eigentlich sagen will, ist ganz einfach ziemlich wichtig markiert mit roten Randung. Amazon hat Innovation in der DNA von Anfang an. Und wenn man sich das da durchliest, was da steht, if you explore just one thing, make it our personal notification service. We think it's very cool. Also sozusagen damals schon, hey, Innovation, schaut euch das an und gebt uns am besten gleich Feedback. Und das ist eigentlich dann fast forward. 25 Jahre später, natürlich in keinster Weise vollständig, wenn man sich anschaut, was Amazon heute macht. Und ich lehne mich jetzt mal vielleicht aus dem Fenster und würde sagen, jeder hat hier wahrscheinlich irgendwo Berührungspunkte mit Amazon. Kauft vielleicht hin wieder was ein über die Plattform, ist vielleicht auch Prime-Mitglied oder in anderer Form vielleicht mit Amazon in Kontakt. Und Innovation steht eben da immer im Zentrum der Firma. Beispiel Prime, das heißt, das ist ja die Premium-Mitgliedschaft bei Amazon, hat 2006 gestartet. Was für ein Problem hat man damals gelöst? Anfang der 2000er wusste man nicht, wie viel zahlt man für den Versand und wann kommt das Paket an. Das wussten Kunden nicht. Das war ein riesiges Problem, um E-Commerce eigentlich in die Gänge zu bringen. Und Amazon hat damals eben den Grundstein gelegt und gesagt, okay, ihr bekommt von uns ein Premium Shipping. Das heißt, genau, ihr wisst, wann und wie man das Paket ankommt und wie viel es kostet. Und um am Beispiel Prime zu bleiben, geht es dann weiter die Entwicklung. Das heißt, 2007 kommt dann, also 2014 kommt dann dazu Video und Fotos. Ich kann das nicht auswendig, also ich muss jetzt kurz in der Karte das runterlesen. 2015 kam Music dazu und eben auch schon Same Day Delivery. Das heißt, die Möglichkeit, wenn man auf Amazon bestellt,
gewisse Produkte schon am selben Tag zu bekommen. 2016 kam dann Prime Now dazu bei gewissen Städten und Ländern. Das heißt, ab dem Moment, wo ich bestelle, bekomme ich das Produkt in einer Stunde geliefert. Das ist teilweise schneller, als wenn ich selbst wahrscheinlich einkaufen gehen würde. Und noch ein Beispiel vielleicht da rauszunehmen, Amazon Go, das ist auch schon öfter in den Medien gewesen. Das ist der Checkout des Supermarkts. Das heißt, ich als Kunde gehe hinein in das Geschäft, nehme die Produkte aus dem Regal und gehe wieder raus. Fertig. An keiner Stelle muss ich zahlen oder selbst Dinge scannen. Das wird einfach erkannt, dass ich, was ich nehme und automatisch auf die Amazon-Rechnung verrechnet. Amazon Go geht jetzt schon ein Stück weiter. Und zwar heißt das mittlerweile Just Walkout-Technologie. Das heißt, Amazon bietet mittlerweile diese Technologie anderen Einzelhandelsketten, Retailern, quasi Brick-and-Mortar-Retailern an, diese Technologie von Amazon zu beziehen und das selbst einzuführen. Spannend auch, Amazon Go hat von Anfang an gesagt, was ist das Problem des Kunden? Es ist, also man will eigentlich komplett diesen Prozess abschaffen. Man will nicht, dass der Kunde irgendwie zahlen muss oder an der Kasse stehen muss. Und das ist auch was, was, glaube ich, viele falsch verstanden haben. Und sozusagen dieses Self-Checkout, also eigentlich dann die Arbeit auf den Kunden abwälzen, dass man selbst quasi dasteht und scannt und bezahlt und die Aufgabe übernimmt vom Kassier. Das war nie die Idee dahinter. Das war einfach, das komplett wegzubekommen. Und das Ganze ist halt powered by AWS. Also das heißt, hinter all diesen Dingen, die man jetzt gibt, steckt AWS-Technologie. Bei Amazon Go ist es ganz viel Computer Vision, das heißt, die Kameras erkennen, was aus dem Regal genommen wird und verrechnen das auf die Rechnung. Wenn man sich anschaut, Fulfillment Center, das heißt eigentlich ganz stark um Robotics. Wir haben einen ganz hohen Prozentsatz von Robotern im Einsatz in unseren Logistikzentren. Da geht es um Themen wie Forecasting, welches Produkt wird wann gekauft, wohin muss ich es bringen. Anders wäre es gar nicht möglich, dass man garantiert innerhalb von einer Stunde ab Bestellung etwas zu liefern. Das heißt, überall hier kommt eigentlich AWS-Technologie zum Einsatz. Jetzt wird es ein bisschen theoretisch. Wie schafft es AWS und Amazon, wie schaffen wir es, so innovativ zu sein? Dann sind das mal grundsätzlich vier Säulen. Und wir fangen links oben an bei Mechanisms. Das ist eigentlich, andere nennen es Business Processes wahrscheinlich. Ja? Das heißt, wir haben einfach viele Mechanismen, wie wir arbeiten. Und der wichtigste davon ist, der sogenannte Working Backwards Mechanismus. Das heißt, wir fangen immer alles beim Kunden an und arbeiten vom Kunden weg rückwärts. Wenn es um Ideen geht für neue Produkte, wenn es darum geht, Prime zu erweitern, wenn es darum geht, AWS zu gründen, all diese Ideen, die man bei Fortress gesehen hat, die haben alle begonnen mit einer Kundensituation und von dort aus rückwärts hat man gearbeitet an der Lösung. Architektur. Da geht es darum, dass wir versuchen, so wenig Abhängigkeiten wie möglich zu haben in der Technologie. Das heißt, das sind eben decoupled Systems, das sind von Service-Oriented Architectures, Microservices sind die Stichworte. Das heißt, man versucht auch technologisch jeden diesen Prozess runterzubrechen auf eine Funktion und die auch wirklich selbstständig dann quasi ausführen zu können und innerhalb vom System so wenig Abhängigkeit wie möglich zu haben. Organisation steckt auch dahinter. Da geht es darum, dass wir sagen, kleine Teams, die die volle Verantwortung haben über einen Service oder ein Feature oder ein Produkt, die komplett autark eigentlich arbeiten können und nicht, kommt wieder zum Decoupling dazu, nicht mit den anderen Teams eigentlich kommunizieren müssen. Das passiert alles über APIs, über definierte Schnittstellen, die hart gecodet sind, wo man sozusagen einen gemeinsamen Nenner hat, wie die Systeme miteinander kommunizieren. Pizza an Pizza Beispiel, muss ich auch bringen. Wir nennen das Two Pizza Teams. Das heißt, diese Teams werden in der Regel, das sind so groß, dass sie mit zwei Pizzen satt werden sollen. Wir reden da eher von amerikanischen Pizzen, von europäischen. Also das heißt, bis ca. 10 Leute, Pi mal Daumen. Das ist jetzt keine harte, sagen wir mal so, Definition, aber das ist sicher die Größenordnung von diesen Teams. Dahinter steckt sowas wie DevOps in der IT. Das heißt, das, was ich selbst betreibe, das, was ich selbst entwickle, muss ich auch selbst betreiben. Ich habe eine Idee und ich schmeiße jetzt nicht dem anderen über den Zaun und die Sache ist erledigt. Ich habe eine Idee, ich setze sie selbst um und
betreibst du dann noch weiter. Und die Kultur ist eigentlich dann das, was wirklich über alles hinüber geht, was wichtig ist, dass man einfach eine Kultur aufgebaut hat, und da gehe ich gleich nochmal drauf ein, die den Kunden im Fokus hat und die bereit ist zu experimentieren, bereit ist Fehler zu machen, daraus zu lernen und in nächsten Iterationen besser zu werden. Und da komme ich gleich noch kurz ein paar Beispiele. Punkt Kultur. Ja, wir haben Leadership Principles, 14 Stück, und die setzen wir tatsächlich immer ein, jeden Tag. Das sind keine Motivationssprüche, die ja hier wir von der PowerPoint stehen, aber wir setzen die dauernd ein. Beispiel, wir haben das Leadership Principle Hire and Develop the Best, das heißt, da geht es darum, wie beim Hiring-Prozess, beim Einstellen von Leuten, da schauen wir einfach ganz stark drauf, zum Beispiel auf den Cultural Fit. Da wird wirklich ganz viel Wert drauf gelegt. Think Big versteckt sich da in der Mitte irgendwo, ist auch ein riesen, ein ganz wichtiges Leadership Principle und heißt eigentlich nichts anderes als, dass Think Small is a self-fulfilling prophecy, also wenn man klein denkt, wird es auch quasi kleinteilig werden und man ist dann angehalten, groß zu denken. Und wenn man groß denkt, quasi schafft man es, eine Vision zu kreieren, wo Leute mitkommen wollen, mitarbeiten wollen. Und wenn man sich wieder die erste Seite überlegt, Seite Nummer 2, 3, mit den ganzen unterschiedlichen Businesses von Amazon, dann sieht man da einfach diesen Think-Big-Ansatz. Ja. Es geht gleich ums Thema Cloud, keine Sorge. Aber das ist nur wichtig, auch zu verstehen, vielleicht als Hintergrundinfo. Wir schreiben. PowerPoint ist tatsächlich etwas, was wir hier einsetzen, in externen Situationen, weil es halt doch noch gebraucht wird, Dinge zu implementieren. Aber intern schreiben wir Narratives, Six-Pager, One-Pager, Two-Pager. Und ich bin tatsächlich regelmäßig in Meetings, die mit völliger Stille starten. Ich war vor 2 Wochen in einem Meeting, da wurde mal 30 Minuten nicht geredet und es wurde ein Dokument gelesen, 30 Minuten lang. Dann geht das Meeting los. Wenn alle das Dokument gelesen, verstanden haben und quasi die Idee dahinter. Das heißt, wir versuchen, so weit wie möglich wegzukommen von PowerPoint. Grund dahinter ist der, erstens mal kann man sich bei PowerPoint einfach gut verstecken, weil man keine zusammenhängenden Gedanken formulieren muss. Das reicht, wenn man einfach ein paar Fakten an die Wand schmeißt und Fotos und kann sich da relativ gut dahinter verstecken. Zweitens, extrovertierte Menschen profitieren von Umgebungen, die Präsentationen in den Vordergrund stellen, und introvertierte Menschen haben vielleicht nicht die Chance, ihre Idee quasi zu formulieren. Das unterstützt eben auch wirklich der Prozess, dass man wirklich mit Dokumenten arbeitet, mit ausgeführten Werken. Genau. Und so entsteht auch jede Idee bei Amazon. Wenn AWS gegründet wurde, gab es dazu ein Narrative. Wenn Prime gegründet wird, gibt es dazu ein Narrative. Wenn Prime Air, das heißt die eigene Flugflotte von Amazon, überlegt wird, dann starten wir vom Kunden mit einem Narrative. So beginnt jede Idee bei Amazon und Amazon Web Services. Die Vision ist relativ einfach formuliert. Wir wollen die most customer-centric Company sein auf der Welt. Der Jeff Bezos sagt auch, wir wollen quasi den Goldstandard für Kundenzentriertheit darstellen, an dem sich alle orientieren. Und das meinen wir auch so. Wir sagen nicht, dass das die beste Strategie ist, aber wir sagen, dass es die ist, die für uns am besten funktioniert. Es gibt andere, es gibt Strategien, wo man sich am Wettbewerb orientiert, es gibt produktzentrierte Strategien. Das ist die, die für uns gut funktioniert. Experimente, ganz wichtig. Wenn wir eine Idee haben und davon überzeugt sind, sind wir auch bereit, die lange zu verfolgen, auch wenn man vielleicht nicht verstanden wird. Da fällt auch hinein, dass man als Firma tatsächlich bereit ist, Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen, also auch ein Experiment zu machen. Da habe ich mal ein Beispiel an der Stelle, wer sich an den Schulunterricht erinnert, an Physik- und Chemieunterricht, das waren keine Experimente. Warum? Man wusste, was der Outcome ist. Man hat gewusst, dass Knallgas explodiert, wenn man das anzündet. Das ist kein Experiment. Ein Experiment ist, wenn man nicht weiß, was rauskommt. Und das ist das, was Amazon tagtäglich macht.
Kindle als Beispiel für eine Erfolgsgeschichte. Auf der linken Seite der Kindle der ersten Generation, war verschrien, war groß, war schwer, hat fast keinen Akku gehabt. Genau. Aber man hat an die Vision geglaubt und die Vision von Kindle war nicht das Gerät selbst. Damals gab es schon das iPad mit Farbe, mit Internet, konnte das Ding alles nicht. Die Vision war aber die, dass jeder Mensch jedes Buch jederzeit auf der ganzen Welt irgendwo lesen kann. Und wenn man an die Vision geglaubt hat, hat man eben weitergemacht und mittlerweile ist es eben ein ziemlich erfolgreiches Produkt geworden. Fehler gehören auch dazu. Ein teurer Fehler war das Firephone. Wer kennt das Firephone? Einer? Okay, zwei? Eineinhalb? Ja, Amazon hat versucht, ein eigenes Smartphone auf den Markt zu bringen, mit wenig Erfolg, also hier auf der rechten Seite. Hat dann in Summe 170 Millionen Dollar gekostet, das Experiment, und hat nicht funktioniert. Jetzt kommt also der wichtige Teil. Auch Fehler macht man nicht, um das Fehler zu sehen, sondern man lernt daraus. Und wenn man sich anschaut, war der Firephone-Versuch, das war der erste Schritt Richtung Sprachtechnologie, Natural Language Processing und Devices. Das heißt, was man bei Firephone gelernt hat, ist heute in Alexa und ist heute in Echo Devices und anderen Technologien drinnen. So, jetzt geht es um Amazon Web Services. Auch hier, vielleicht ganz kurz nur, was damals so das Feedback war, was auch zeigen soll, wo war die Cloud eigentlich 2006? 2006 schreiben unterschiedlichste Zeitschriften sollen aufhören mit Cloud etc. Und dann auf einmal plötzlich der Wechsel, ja, Crushing Competition hin und her. Also sozusagen auch hier wieder auf der linken Seite, der soll eigentlich aufhören mit diesem Cloud-Zeugs und weiter sein Retail machen. Ja? Und dann hier quasi die Aussagen der Analystenreporter Phänomen. Ja? Wie hat AWS begonnen? Das sind unterschiedliche Mythen, die herumgeistern, sage ich mal. Ein bekannter Mythos ist der, dass man sagt, Amazon hatte einfach Server rumstehen, die sie nicht benutzt haben. Und hat dann gesagt, wir bieten das an, wir verkaufen das. Das stimmt leider nicht. Amazon hatte, weil ich weiß, nie irgendwie Kapazitäten, die rumgestanden sind ohne Nutzung. Es war einfach so, dass man nach 10 Jahren erkannt hat, dass man eine Kernkompetenz entwickelt hat im Betreiben von Rechenzentren und im Betreiben und Bereitstellen von Infrastruktur, Software, also IT-Services, wie der Werner vorhin auch gezeigt hat. Und man hat dann gesagt, okay, wir haben diese Kernkompetenz und vielleicht ist da ein Business dahinter, Narrative etc., der Prozess wieder working backwards vom Kunden, könnte das etwas sein. Und hat sich dann dazu entschlossen, wirklich eine komplett neue Kundengruppe zu adressieren und zu bedienen. Und das waren eben Developer und Unternehmen, die damals eben Web-Services bekommen haben, bereitgestellt bekommen haben, um Applikationen zu bauen, die leicht skalieren konnten. Und genau, das war eigentlich so der Startschuss von Amazon Web-Services. Unsere Definition ist, glaube ich, ähnlich wie die, was der Werner vorher erwähnt hat. Also für uns, unsere einfache Definition von Cloud ist, das sind IT-Services, die über das Internet bereitgestellt werden, mit einem Pay-as-you-go-Pricing, also das heißt, nur zahlen, was man nutzt. Und kann man sich ähnlich vorstellen wie die Glühbirne, wenn man jetzt nach Hause kommt und das Licht einschaltet, fließt der Strom. Wenn man das Produkt ausschaltet, hat der Strom auch zu fließen. Und man zahlt wirklich nur den Strom während der genutzt wird. Und das ist eigentlich nicht in der Cloud-Service. Wer weiß, was das ist? Weil jemand online was sagt oder schreibt, sehe ich glaube ich nicht. Ja, Internetverkehr. Bits and Bytes vom Internet. Ja, ich verrate. Das ist die Website Amazon.com im Jahr 2009 circa. Jeder dieser Punkte ist ein Microservice. Und hinter jedem dieser Microservices steckt eine Funktion von Amazon.com. Beispiel der Buy-Button. Wenn Sie jetzt auf Amazon.com Buy klicken, ist das hier einer von diesen Microservices, der dann getriggert wird.
Das ist aber schon sozusagen eine Evolutionsstufe von Amazon.com, wo man eben schon Microservices hat. Wo waren wir vorher oder wo war Amazon vorher? Monolith, on-premise, mehrere Rechenzentren verteilt in der Seattle-Area und das hat einfach nicht mehr skaliert. Also als Beispiel, das Code-Binary hatte über 1 GB, das Debugging hat bis zu 15 Stunden gebraucht und die Software war teilweise auch hart verdrahtet mit der Hardware. Das heißt, man hat in der Regel 6 bis 8 Wochen gebraucht, um einen quasi kompletten Update-Refresh von der Website hinzubekommen. Was hat das für eine Business-Konsequenz? Stellen Sie sich vor, Sie fügen ein neues Produkt in Ihren Produktkatalog ein. Dann war das mal notwendig, die gesamte Website, den gesamten Monolithen abzudaten. 6 bis 8 Wochen. Hat einfach nicht mehr skaliert. Wenn man sich vor allem vorstellt, wie viele Produkte auf Amazon.com erhältlich sind. So, das heißt, man hat begonnen, den Monolithen aufzubrechen, hat sich eben Anfang der 2000er dazu entschieden, diese Reise zu starten, den aufzubrechen in eine service-orientierte Architektur, das heißt Microservices, und hat mal begonnen, so mit den ersten 3 großen Blöcken die Web, also quasi zu trennen in Finance, in Ordering und in Katalog, genau, mit eben gehärteten APIs. Wichtiger Punkt, was da dahinter steckt, man hat gesagt, das, was ich vorher beschrieben habe, war ein technischer Bottleneck. Das heißt, die Technik ist nicht mehr mitgekommen. Und die Microservices drehen das ein bisschen um und sagen, man hat einen Business-Bottleneck. Man hat mehr Business-Anforderungen, als man vielleicht umsetzen kann. Und für jede Business-Anforderung braucht man einen neuen Service. Genau. Beispiel. Für die Skalierbarkeit von Amazon.com und auch ein Beispiel für die Skalierbarkeit von AWS. Den Prime Day 2019, ich weiß nicht, ob der Prime Day bekannt ist, aber drei Dinge haben wir da rausgeschrieben, nur um vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was es heißt bei Cloud, wenn wir von fast unendlicher Skalierbarkeit reden. Amazon.com ist ein Kunde von AWS, wie es 1 Million andere Kunden auf der Welt sind. Das muss man auch hier in dem Beispiel vielleicht noch kurz verbildlichen. Das heißt, am Prime Day 2019, DynamoDB, das ist eine NoSQL-Datenbank, also eine Key-Volume-Datenbank, Value-Datenbank, und die hat in 48 Stunden 7,1 Billionen Requests, und das bricht man runter und sagt, diese Datenbank hat 45 Millionen Requests pro Sekunde bekommen. EC2, das sind unsere virtuellen Maschinen, also die Bereitstellung von eigentlich von Servern, kann man jetzt mal salopp sagen. Da reden wir bei einem Peak von 430.000 virtuellen Maschinen, die beim Prime Day genutzt wurden. Und UBS, also das ist der Elastic Block Store, da redet man von einem Tag 165 Petabytes an Daten. Und das ist nur Amazon.com in den 3 Tagen. Also wenn man über Skalierbarkeit spricht, ohne Ausfälle, alles gehandelt. Machine Learning ist natürlich auch ein, also das eine war jetzt eher im Bereich Web-Applikation, E-Commerce, Skalierbarkeit, Microservices. Anderes wichtiges Thema, vor allem als Zukunftsthema, ist natürlich AI und Machine Learning. Da natürlich generell festzuhalten, Machine Learning gibt es seit Jahrzehnten, also 50, 60 Jahren, das heißt, die Techniken des Machine Learnings sind dieselben teilweise. Was sich verändert hat durch die Cloud, ist, dass eben die Rechenleistung einfach eine viel größere ist, auch viel billiger wird und dass man auch einfach schafft, so eine Menge von Daten zu speichern und auch dann die Modelle damit zu finden, wie es vorher vielleicht wirklich einfach keinen Sinn gemacht hätte. Und das heißt, durch die Cloud bewegt sich, hatte das auch hier verschoben, dass sozusagen nicht mehr die akademische Forschung oder wirkliche Top-Experten und Wissenschaftler sich mit Machine Learning und Artificial Intelligence auseinandersetzen oder damit arbeiten können. Durch die Cloud gibt es dann auch schon Developer mit relativ einfachen Möglichkeiten und Tricks auf diese Technologien zugreifen. Und auch hier wieder AWS als einer der führenden quasi Anbieter von diesen Services
mit einem starken Kunden, der uns sehr herausfordert, auch wenn es darum geht, Services weiterzuentwickeln, eben auch wieder Amazon.com. Das heißt, auch hier überall kommt eigentlich Machine Learning und Artificial Intelligence zum Einsatz. Das heißt, bei Alexa reden wir von natürlich Voice, Natural Language Processing, das heißt, das Erkennen von Sprachen, von Wörtern, das, was gesagt wird, auch zum Verarbeiten. Fulfillment Center reden wir ganz viel von Forecasting, von Robotics. Genau. Ich habe anfangs gesagt, man macht das Cloud oder Technologie nicht um der Technologie willen. Es gibt ja immer eigentlich dahinterliegende Ziele, die man erreichen will. Und ich habe eigentlich Amazon.com als eigene Referenz genommen, um das wirklich zu verbieten, warum man eigentlich Cloud einsetzt oder was so eine Motivation dafür sein kann. Das hier sind Gründe, die wir jetzt so quer durch mal identifiziert haben bei unseren Kunden und Partnern, warum man sich vielleicht mal beginnt, mit dem Thema Cloud auseinanderzusetzen. Und eigentlich kann man das grob teilen zwischen Effizienzeinsparung, was oft der Start ist von einem Gespräch zum Thema Cloud, und auf der anderen Seite aber dann ganz klar Innovation, wie kann ich mich verändern, wie kann ich mithalten mit meinen Competitors, wie kann ich schneller sein als die Konkurrenz, wie kann ich meine Kunden noch besser bedienen. Und genau, also insofern, das sind so die großen Brocken an Motivationen. Habe ich ein Rechenzentrum, das ich vielleicht nicht mehr verlängern will, das ich abschaffen will? Will ich meinen Footprint verkleinern? Will ich weniger Rechenzentren haben als vorher? Das ist eigentlich ein einfaches Beispiel auf Agilität und Produktivität der Mitarbeiter. Plakatives Beispiel, und da Werner hat es auch vorher erwähnt in seiner Präsentation. Ich habe heute noch immer bei jedem Unternehmen in Österreich Gespräche, wo ich solche Sachen höre wie: Ich warte 4 bis 6 Wochen auf eine Datenbank. Das heißt, der Entwickler hat eine Idee und will die probieren, will was bauen, will was umsetzen. Und in der alten Welt, on-premise, heißt das dann oftmals Wochen oder Monate lang zu warten, bis der das bekommt, was er braucht. Computerleistung, Datenbank, Storage, was immer das ist, was er anfragt. Was ich auch ganz spannend finde, das Thema ist, ja, ich würde es bei Produktivität lassen. Auch ein plakatives Beispiel, auch ein Gespräch, das stattfinden können oder ähnlicher Form. Experten werden angestellt, teure Experten, vielleicht bleiben wir bei AI und Machine Learning, die kommen in die Firma, ins Unternehmen und müssen dann plötzlich in die Infrastruktur hinein und müssen, also wenn man sich das von vorher vorstellt, die Analogie, dann würde ich sogar so weit gehen und sagen, man holt sich einen tollen Experten und der legt nicht die Pizza im Supermarkt zusammen, sondern der muss sich den Käse noch selbst machen vorher und die Milch melken gehen und quasi wirklich die nicht, also wie sagen dazu, undifferentiated heavy lifting. Also das heißt, Tätigkeiten machen, die dem Business eigentlich keinen Vorteil bringen, keinen added value, keine Innovation und teure Ressourcen, Experten, die knapp am Mann sind, die am Markt gesucht werden, eher niederen Tätigkeiten tun haben, anstatt ihnen wirklich die neueste Technologie bereitzustellen, damit sie das machen können, wofür sie eingestellt wurden. Genau, also das heißt, nochmal zusammengefasst auch, durch die Cloud kann man eben Ressourcen freimachen, das kann jetzt IT sein, das kann auch natürlich Personal sein. Security wurde schon erwähnt, ist tatsächlich so, dass die Security in der Cloud in der Regel sehr stark ist und in der Regel auch immer ein Vielfaches vielleicht als man selber machen kann, weil einfach so viele Experten und so viele Ressourcen da hineingehen. Modernes Applikationsdevelopment habe ich ein Beispiel gebracht, dass man eher geht Richtung Microservices oder auch schon ein Serverless. Faster Insights mit Analytics. Das heißt, auch hier wieder die Möglichkeit, eigentlich viel mehr Daten anzusammeln, was man vorher vielleicht nicht gemacht hat, weil es einfach teuer war, und die dann auch zu analysieren, da das Umsatz zu bekommen. Organisation, hier auch wieder das Produkt-Team vorher erwähnt. Und der letzte Punkt hier auf der Slide ist der, den ich eigentlich als größten Faktor wahrnehme derzeit, warum die Cloud-Adoption was die Herausforderung ist. Und zwar ist es tatsächlich ein Skills-Thema. Das heißt, die Leute haben, die das können. Oder die Leute ausbilden, dass sie das in Zukunft können. Und das sehe ich eigentlich als einen der großen
der großen Aufträge auch an uns oder an alle in dem Thema drinnen, hier diese Skills, also die Fähigkeiten für IT, für Cloud Computing eigentlich aufzubauen. Weil das ist natürlich schon noch ein wichtiger Aspekt. Cloud bedeutet in der Regel auch, dass man selbst noch damit arbeitet. Also das heißt eben, man nimmt zwar schon viel ab, meine Services sind da, man muss vielleicht nicht mehr selber die Datenbank aufsetzen, das Netzwerk etc., aber zu einem gewissen Grad fallen da schon noch Tätigkeiten an, die auch in der IT dann ein bisschen zu haben. Ja. Das bin ich früher über die Zeit. Das heißt, festgehalten, Cloud ist eine Self-Service-Plattform. Self-Service-Plattform für Unternehmen, für IT, für Developer. Die haben dort bei AWS über 175 Services, mit denen sie einfach losarbeiten können. Sie haben in Minuten Compute, Storage, Datenbank, alles, was sie so brauchen, um einfach mal an einer Idee zu arbeiten und umzusetzen. So sieht es dann circa aus, wenn man von einer Plattform redet und von einem Selbstbedienungsladen. Was es so alles gibt an Services in der Cloud, auch das ist nicht vollständig. Dahinter verstecken sich dann oft nochmal ein eigenes Universum, vielleicht nochmal hinter diesen Blöcken hier, aber das sind so grob die Building Blocks der AWS Cloud. Genau. Das heißt, Core Services, Compute Storage, Datenbanken, Netzwerk, Content Distribution, Security Compliance im Thema natürlich. Heißt, kann ich Daten verschlüsseln, kann ich analysieren, wo Zugriffe passieren, kann ich schützen, dass Zugriffe passieren, wer Daten draußen bleiben, etc. Genau. Also ganz, ganz viele Bausteine, die einfach bereitstehen, dass man sie benutzt. So, jetzt bin ich dann mit meiner Präsentation fertig und vielleicht auch im Spirit von Amazon und Amazon Web Services. It's always day one. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil unserer DNA. Es ist immer day one. Das heißt, man ist immer am Anfang von etwas und es gibt immer Innovation und es gibt immer Kunden, die mit etwas unzufrieden sind oder Kunden, die was Neues haben wollen. Und das muss man eigentlich sich bewusst machen als Unternehmen. Dass man das schafft, wirklich am Kunden dran zu bleiben und für den Kunden zu arbeiten.